Muslime attackieren Christen. Sowas hat man doch sicherlich schon mal gehört, oder? Oder Christen attackieren Muslime. Hat man sicherlich auch gehört, oder? Was bringt uns das, wenn wir einfach mal auf die Straße gehen und irgendjemanden attackieren? Und dieses Video geht an jedem, der derselben Meinung ist, dass Hilfe, Leistung etwas Wichtiges in unserer Gesellschaft ist. Und das ist die Sache. Zuerst einmal an den ein oder anderen Übertreiber im Islam. Schau mal, du sagst, du würdest einem Nicht-Muslim auf der Straße, der Hilfe braucht, nicht helfen. Ich frage dich mal eine Frage, eine logische Frage. Deine Mutter. Zum Beispiel, du sagst mir, ich liebe meine Mutter sehr. Und du solltest wissen, dass die Mutter im Islam eine gewaltige Stellung hat. Eine Frage, ja? Stell dir mal vor, deine Mutter, ihr passiert was. Möge Allah sie davor bewahren. Amin. Aber stell dir vor, ihr passiert was. Und der Einzige, der ihr dort helfen kann, ist ein Nicht-Muslim. Würdest du wollen, dass dieser Nicht-Muslim, dem du eigentlich nicht helfen möchtest, wenn er Hilfe braucht, deine Mutter in ihrer Not hilft? Oder würdest du sagen, nein, nein, hilf ihr nicht. Nein, nein, hilf ihr nicht. Sei ehrlich. Und du Nicht-Muslim, sei doch ehrlich. Sei doch ehrlich. Du sagst, ich möchte keinem Muslimen helfen. Aber stell dir mal vor, du selber bist in der Not. Du selber bist irgendwo in der Not. Und der Einzige, der dir dort helfen kann, ist ein Muslim. Möchtest du, dass dieser Muslim dir hilft? Oder sagst du, nein, nein, du darfst mir nicht helfen. Sei doch mal ehrlich. Aber Alhamdulillah, Alhamdulillah, es gibt noch Hoffnung, denn ich habe schon öfters mitgekriegt, dass Muslime Nicht-Muslimen in ihrer Not geholfen haben und Nicht-Muslime Muslime in ihrer Not geholfen haben. Ich persönlich, wenn ich auf der Straße bin, ganz ehrlich, wenn ich sehe, ich bin zum Beispiel im Bus und sehe, von hinten kommt eine Frau gerannt, ob sie Kopftuch anhat, ob sie blonde Haare hat oder ob sie schwarze Haare hat, das ist dann nicht das Thema. Da gehe ich zum Busfahrer hin und frage ihn, können Sie bitte einen Moment noch warten? Da ist eine Dame, die gerade zum Bus rennt. Und ob ich einen alten Mann auf der Straße sehe? Nein, sogar wenn ich jemanden sehe, der rechtsextrem aussieht, aber ich sehe, dass diese Person meine Hilfe benötigt, dann gehe ich dahin. Dann gehe ich dahin. Natürlich, wenn ich helfen kann, dann gehe ich dahin und versuche mein Bestes. Ich versuche mein Bestes. Ich als Muslim möchte doch meine Religion gut präsentieren. Ich möchte meine Religion gut präsentieren. Wir sagen nicht schleimt bei denen. Nein, schleimt bei keinem. Bei keinem. Ich sag euch, schleimt bei keinem. Ich meine, wo ist denn das Schleimen? Zum Beispiel sehe ich einen alten Mann, der einen schweren Kopf hat und er kann ihn alleine einfach nicht die Treppen hochtragen. Dann gehe ich dahin. Wo ist das Problem? Ich sag euch ehrlich, wenn jemand mir sagen würde, kannst du mir bitte bei dem Tragen des Bierkastens helfen, werde ich sagen, nein, tut mir leid. Und wenn es einen Streit gibt zwischen einem Muslim oder zwischen einem Nicht-Muslim, hier geht es nicht darum, ist der Muslim, ist der Nicht-Muslim. Hier geht es darum, wer Recht hat. Hier geht es darum, wer Recht hat. Es kann sein, dass der Muslim Recht hat, aber es kann auch sein, dass der Nicht-Muslim Recht hat. Da muss man schauen, wer hat Recht, und dann hilft man auch richtig. Und nicht hier diese, schau weg, hier diese, ich baue, schau weg. Im Internet sind wir alle Löwen, im Internet sind wir alle Löwen. Aber wenn es im Real Life passiert, ich schau mal weg, ich schau mal weg, ich schau mal weg. Was für Wegschauen, was für Wegschauen. Möchtest du, dass man dann, wenn du Hilfe brauchst, einfach mal wegschaut? Sei doch mal ehrlich. Du möchtest nicht, dass man einfach wegschaut. Du brauchst Hilfe. Du willst, dass jemand dir hilft. Ob Muslim, ob nicht Muslim. In diesem Moment brauchst du aber Hilfe. Okay? Okay. Wenn du meiner Meinung bist, dann abonnier den Kanal und teile das Video. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Das war's jetzt vom Video. Und hier kannst du auch noch andere Videos sehen. Und falls du noch kein Abonnent von uns bist, so abonniere uns doch kostenlos und sei dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Der Islam verbindet.